Herzlich willkommen zur 5. Folge Faro. Ich John. Und wie ihr vielleicht schon im Titel erkennen mag, werden wir jetzt heute fighten. Gegen Tim oder Timo oder so. Ich bin ultra nervös. Ich will noch den Kunden erzählen, warum ich überhaupt fighten möchte. Einmal werde ich wahrscheinlich Strikes kassieren. Einmal für die zweite Folge. Und was werde ich erst ein bisschen später erfahren. Ob ich so 1000% für die Folge Strikes kassieren werde. Ja. Und natürlich für Nachfolge 4 bekomme ich zu 1000% einen Strike, also zu 1000%. Das wäre lost, wenn ich, weil ich mit Debbie mal drauf war. Jetzt sollte eigentlich erst glatt gehen. Ich werde mir noch. Geil. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Gap fahren. Also einen Apfel. Dann treffe ich mich bei den Koordinaten mit ihm. Vielleicht brauche ich Zuckerroller. Sehe ich jetzt mal nicht mehr. Ich bin wirklich so nervös. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Power 2 beruhigt auch. Ja. Und wenn ich dann 2 Strikes hätte, wäre das Projekt eh für mich gelaufen. Das wäre auch ein Hauptgrund. Also was heißt gelaufen? Es wird halt schon schön, den ersten zu überleben, aber wenn ich dann noch einen zweiten überleben müsste, wo ich nur eine Stunde turnen könnte, wäre eigentlich für mich unmöglich, weil ich bin halt einfach vom Skill her den anderen unterlegen. Zweiter Grund, ich möchte meinen ersten Vakuum-Kill haben. Ich hatte nämlich noch keinen, wäre nice, wenn es hier ist. Und da ist es jetzt besser, ein Solo zu fighten jetzt. Also irgendwann später, wenn andere overstacked sind, da habe ich noch weniger Chancen. Dadurch, dass ich ihn nicht kenne, wird es sehr schwierig, weil ich kann ihn vom PvP gar nicht einschätzen. Weil ich in den Folgen gesehen habe, ist er auf jeden Fall nicht so schlecht, beziehungsweise hat er vielleicht sogar noch ein paar zu wenig Hotkeys, aber ich habe ja auch noch 2, deswegen soll das... Oh, nice, ein Gap. Ein Apfel. Das soll jetzt eigentlich passen, ich kann mir auch höchstens nur 2 machen. Ich mache noch 2. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche das gesamte Holz auch. Ja, ich bin echt wie so ein armer Typ, der sich jetzt einfach nur denkt, jetzt oder nie, den Kill fürs Finale. Weil wenn ich Strike bekommen würde, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ich würde Strike bekommen. Für Folge 2 und vielleicht sogar bei Folge 3 wäre ich komplett, da wäre ich raus. Ich hätte dann Inf Clear und das... Das würde ich nicht schaffen, das zu überleben irgendwie. Das wäre für mich nicht möglich, glaube ich. Ja. Und wenn ich morgen vielleicht nicht joinen kann, das wäre nämlich scheiße, weil eigentlich wollte ich nach der Folge vielleicht sogar snipen gehen wollen. Einfach nur, weil ich das auch mal ausprobieren wollte. Und das ist dann gleich auch komplett am Arsch. Also, meine ganzen Pläne sind überworfen, weil ich entweder Nether oder snipen wollte morgen.
Also eigentlich. Oha, Roomba auf einmal mit 6 Kills, was da passiert? Oh ja, das ist der Apfel, den ich brauche. Die Ho kann ich nicht wegwerfen. Die Chestplate brauche ich safe eh nicht mehr. Und die Chestplate sollte doch reichen. Vielleicht bekomme ich noch eine von ihm. Oh, Kacke. Ja, okay, dann gehe ich mal los. Ich muss schon ordentlich. Oh mein Gott. Ich muss anders weit laufen. Digga, ich glaube, ich schaff's nicht mal zu den Koordinaten. Muss auf jeden Fall in die Richtung. Digga, das ist ja anders kacken. Muss es einfach schaffen. Eigentlich wollte ich mir noch früh P2 machen. Aber ich glaube, das hat sich jetzt auch erübrigt. Ah, da wäre es schon. Nun auf PS. Nun. Ja, ich muss es durchziehen. Schau ich das echt nicht? Zwei Gärten ist halt echt gar nichts. Ob es er mehr hat. Eigentlich hoffe ich, dass er weniger hat, aber falls ich ihn killen sollte, hoffe ich, dass er mehr hat. Und einfach gar nicht dazu kommt, die einzusetzen. Ich glaube, ich muss. Warte. Wir wollten uns bei minus 300, 600 treffen. Minus 100, 300. Oh mein Gott, ich habe mich gerade einfach ange. Ja, ich bin anders nervös. Ich bin HP2, ein Viertel P1 dir. Ja, okay, wenn ich jetzt über die Bombe travel, bin ich schneller. Aber ich glaube, die ganze Pain in meinem Movement ist gerade auch so anders. Scheiße. Normalerweise. Jetzt 100, 100. Ja, okay, ich werde es suchen. Ja, wir sind jetzt noch zu zweit. Hier war noch jemand.
Das ist da weg, Futter. Hier ist jemand. Das ist noch einmal in der Richtung. Oh mein Gott, ich hoffe, ich schaffe das einfach. Und dann okay, im Moment voll auf Backwasser und Backlava. Ist anders nervig. Ich bin eigentlich da, oder? Ja, ein bisschen mehr Sonne in die Richtung. Ja, Digga, einfach Movement nicht da. Oh, ich bin anders nervös. Schade, meine Ladung. Ja, wo ist er? Ja, er war halt. Ich crash, dann crash ich nicht allein. Baby, reich mir die Sprite. Ich bin mit Jungs still halt da, ja. Tut mir leid, dass ich hier nie wirklich schreib. Und dass die Zenny sagt, verpiss dich, doch mein Herz sagt mir, bleib, ja. Sollte ich crashen, dann crash ich nicht allein. Baby, reich mir die Sprite. Ich bin mit Jungs still halt da, ja. Tut mir leid, dass ich hier nie wirklich schreib. Und dass die Zenny sagt, verpiss dich, doch mein Herz sagt mir, bleib. Ich bin am Mittag schon besoffen, küss die Brille, halt die Haare und muss kotzen, ja. Halt's Maul, Digga. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott, Digga.
Oh mein Gott. Was war das? Es ging schnell. Es war gut. Mein erster Varo-Kill überhaupt. Ich hoffe nur, ich bekomme keinen Strike.